Hallo und herzlich willkommen. Wie bereits in der letzten Woche angekündigt, möchte ich heute mal mein EDC vorstellen. Wobei, mir ist aufgefallen, im Endeffekt der Begriff EDC ist an der Stelle vielleicht falsch, weil das bedeutet ja Everyday Carry und ich habe im Endeffekt drei verschiedene Sets. Einmal ein kleines kompaktes Set, was ich tatsächlich immer dabei habe. Das ist also mein tatsächliches EDC. Und ich habe aber noch zwei andere Ausfertigungen, wobei es darum geht, Sachen mitzunehmen. Zum Beispiel bei einer Bergtour habe ich andere Sachen dabei, als wie die Sachen, die ich täglich mit mir herumtrage. Das sollte jetzt nur noch mal zur Erklärung sein. Es ist also zum einmal eine Erklärung meines wirklichen EDCs. Und die zwei anderen Packages sind dann eher so MDC, also Many Day Carry. Von mir aus kann man es so nennen. Nur, dass es da keine Spitzfindigkeiten gibt wegen der Begrifflichkeit. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal. So, und als erstes stellt sich natürlich die Frage, wie transportiere ich überhaupt mein EDC? Und ich habe dazu bestimmt um die 30 Taschen getestet. Und zwar habe ich mich generell für eine Bauchtasche entschieden, weil die halt den Vorteil bietet, dass man sie zum einen um die Hüfte tragen kann, aber auch zum Beispiel durch den langen Gurt über die Schulter und dass die Tasche dann an der Seite hängt. Und wie gesagt, um die 30 Gürteltaschen habe ich ausprobiert und habe mich letztendlich für diese Marke hier entschieden. Und zwar ist das jetzt hier die Tasche von Tatonka. Die Tasche gibt es in drei verschiedenen Größen. Wie ich es gerade schon angesprochen hatte, habe ich drei verschiedene Sets. Und das bedeutet im Endeffekt auch, ich habe tatsächlich drei verschiedene Taschen. Das heißt also einmal, das hier ist die kleinste Tasche. Das hier wäre die mittlere Variante. Man sieht, die ist also schon ein ganzes Stück größer. Und auch die dritte im Bunde ist ebenfalls von Tatonka. Und das ist dann halt die größte Tasche. Okay, man sieht, die ist häufiger in Benutzung. Aber das sind die Taschen, für die ich mich letzten Endes entschieden habe. Ganz einfach aus dem Grund, die sind vom Prinzip her sehr einfach durchdacht. Also es gibt ein Hauptfach, welches recht groß ist. Es gibt keine Unterteilungen, es gibt keine zusätzlichen Fächer hier irgendwo. Das heißt, ich mache die Tasche auf und habe direkt Zugriff auf das komplette Setup, was ich dabei mit mir führe. Das ist jetzt bei der kleinsten Variante so. Bei der mittleren Variante ist es ebenfalls so. Natürlich das wirklich sehr große Hauptfach. Aber hier gibt es dann halt zusätzlich nochmal ein kleines Frontfach, wo man beispielsweise seinen Schlüssel reintun kann oder ähnliche kleine Utensilien. Und bei der größten Tasche ist es genauso. Zum einen dieses riesige Hauptfach, wo wirklich sehr, sehr viel hineinpasst. Dann gibt es hier noch dieses Frontfach, was schon etwas größer ist als wie bei der mittleren Variante. Da passt also wesentlich mehr rein als wie einfach nur ein Schlüssel. Hier würde zum Beispiel schon mein Smartphone wunderbar hineinpassen. Und zusätzlich gibt es bei dieser größten Tasche halt noch ein weiteres Fach. Das befindet sich hier hinten. Man kann also auch im Rückraum der Tasche noch einiges reinbringen. Und dieses Fach ist so groß, dass das Smartphone, das ist jetzt das S21 Ultra, das würde schon fast hochkant hier reinpassen. Und mindestens zweimal nebeneinander. Also das ist wirklich schon ein riesiges Fach. Die anderen Taschen, die ich getestet hatte, das waren jetzt keine No-Name-Firmen. Das soll jetzt also nicht unbedingt eine Werbung für Tatonka sein. Ich persönlich habe mich jetzt dafür entschieden. Viele andere werden vielleicht sagen, nee, ich hätte lieber eine Tasche mit mehreren kleinen Fächern oder die vielleicht nochmal separat zu verschließen sind. Und ich muss dazu sagen, die anderen Taschen, die ich getestet habe, das waren jetzt keine No-Name-Firmen. Also da war zum Beispiel Jack Wolfskin dabei oder auch Adidas und auch andere namhafte Firmen. Und alle diese Taschen waren nicht schlecht. Nur um da gleich mal ein Missverständnis aus dem Weg zu räumen. Ich habe mich jetzt nicht für die Tasche entschieden, weil das ja von der Qualität her unbedingt die beste wäre oder vom Preis her. Sondern einfach, weil die Tasche vom Prinzip her so einfach ist. Einfach klare, gerade Linien, ein Hauptfach, alles ist drin, beziehungsweise bei der größten Variante gibt es halt noch zwei Nebenfächer. Aber das reicht mir, denn wenn ich etwas suche, dann möchte ich einfach die Tasche aufmachen und direkt Zugriff auf alle Sachen haben. Und das
erfüllen die Taschen hier wirklich wunderbar. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist ebenfalls fantastisch. Ich weiß es jetzt nicht mehr genau. Ich glaube, die kleinste Tasche hat irgendwie um die 12 oder 13 € gekostet. Die mittlere Tasche um die 17 €. Und ich glaube, die größte 21 €. Das ist für Bauchtaschen ein wirklich guter Preis. Ich hatte auch einige Taschen aus China-Produktion dabei, die auch tatsächlich aus China geliefert wurden. Die lagen von der Preisklasse her ähnlich. Die waren etwas aufwendiger gemacht, mit halt sehr vielen kleinen Fächern und sowas alles. Aber da gab es dann zum Beispiel bei einigen Taschen direkt Ausfälle, dass die Nähte aufgegangen sind oder dass der Reißverschluss nach 5-mal Öffnen auf einmal hin war. Und bei den Tatonkas hier ist es so, die laufen alle butterweich. Und ich habe die Taschen jetzt nicht erst seit gestern. Die mittlere Tasche war meine erste Tasche, die habe ich jetzt bestimmt schon seit 2 Jahren. Danach hatte ich mir die kleinere Tasche gekauft, die ist jetzt auch etwa schon 1,5 Jahre alt. Und die größte Tasche, die habe ich mir dann zum Abschluss geholt, weil ich einfach das Set komplett haben wollte. Es gibt also nur diese drei Größen. Die habe ich mir vor etwa einem Jahr geholt und die habe ich halt unterschiedlich im Einsatz. Am häufigsten trage ich derzeit die mittlere Variante mit mir herum. Die geht mit mir einkaufen, die ist auf der Arbeit dabei, wirklich überall beim Wandern und was weiß ich wo, wenn wir in Urlaub fahren oder ja in allen möglichen Situationen. Die werden also nicht geschont, die sind wirklich überall im Einsatz und die machen einfach alles mit und sind nahezu unkaputtbar. Natürlich ist das halt ein recht dünner Stoff, das heißt, wenn ich mit dem Messer lang schneide, ist die Tasche natürlich hin, aber generell bin ich mit den Taschen hier super zufrieden. So, das ist also schon mal das Thema, wie transportiere ich die Sachen überhaupt? Und jetzt werde ich euch kurz vorstellen, was ich überhaupt in den einzelnen Sets drin habe. So, fangen wir mit dem kleinsten Setup an. Was ich also generell immer dabei habe, ist natürlich mein Smartphone. Dabei ist es natürlich wurscht, welches Smartphone ihr da habt. Ich räume die Sachen auch immer gleich mal hier in die Tasche rein, dass ihr seht, das passt auch tatsächlich alles da wunderbar rein. Also Smartphone als Punkt 1. Dann natürlich meine Geldbörse, die ist immer dabei. Das ist jetzt meine Geldbörse von Hodderlump. Das ist ein Hersteller hier unten in Bayern. Die machen wirklich qualitativ hochwertige Portemonnaies. Wirklich cool. Ihr seht halt, hier wären noch Fächer für Kreditkarten. Die habe ich allerdings ausgelagert hier in diesem Etui. Da kann man halt alle Karten wunderbar reinpacken. In dem Fall sind es jetzt, glaube ich, 6 Karten, die hier drin sind. Die beiden Sachen habe ich auf jeden Fall immer dabei. Dann natürlich ebenfalls mein Schlüsselbund. Ihr seht es auch hier. Auch der ist von Hordalump. Das hat sich einfach so ergeben, weil ich mit der Geldbörse so zufrieden war. Und meine Frau hatte hiervon die Ratschkattel. Das ist also einfach die weibliche Version dieser Tasche. Da steht einfach vorne Ratschkattel drauf. Und ich fand die so cool, dass ich mir die Hordalump ebenfalls noch dazu geholt habe. Okay, die Schlüssel sind jetzt erstmal wurscht. Denn hier im Innern befindet sich eigentlich schon das erste Extra, natürlich ein paar Glücksbringer, die ich im Laufe der Zeit geschenkt bekommen habe, aber auch eine Taschenlampe und die ist wirklich ultra hell und ein Mini-Champ von Victorinox. Die Taschenlampe, das ist die Entschuldigung, die Nightcore Tinker heißt die, glaube ich, kostet um die 30 € und wie gesagt, die ist halt so wirklich ultra hell, kann über USB aufgeladen werden, das heißt, hier ist ein Akku drin verbaut. Und beim Victorinox Mini Champ, ich fand das so cool. Also, ich habe einige Victorinox Messer, das sind für mich die besten Allrounder. Und ja, hier ist wirklich alles dran, was man sich vorstellen kann. Zum einen so ein kleiner Spatel, dann habe ich natürlich eine kleine, dünne und scharfe Klinge dabei. Hier die größere Variante der Klinge, dann habe ich noch dabei, muss ich mal schauen, was ich noch nicht aufgemacht hatte. Hier ist dann ein Schlitzschraubendreher dabei, sowie ein kleines Lineal. Auf der anderen Seite habe ich hier ein Flaschenöffner sowie einen Abisolierer und ein kleiner Kreuzschraubendreher. Und was ich sehr witzig fand bei dieser kleinen Variante, ist tatsächlich eine Schere. Und wer die Victorinox-Messer kennt, der weiß, die Scheren von Victorinox, die sind tatsächlich gut. Und auch in dieser kleinen Variante ist die absolut überzeugend. Dann haben wir hier natürlich nochmal eine Klinge dabei. Der Zahnstocher ist standardmäßig dabei. Und ja, die beiden Sachen, die passen von der Größe her
zusammen mit meinen kleinen Anhängern hier wunderbar ins Innere der Tasche. Die Schlüssel, ich habe jetzt leider zwei Autoschlüssel dran, weil ich den von meiner Frau auch immer dabei habe, also den Ersatzschlüssel. Das wird dann alles sehr eng, das passt also schon nicht mehr rein. Wäre es nur ein Schlüssel, wäre es kein Problem. Nur, dass ihr einmal diese Größe der Tasche abschätzen könnt. Das Set ist halt so auch immer dabei. Dann habe ich noch einen kleinen Glücksbringer dabei, den meine Frau mir mal geschenkt hat. Und mein Nasenspray. Ich weiß, Nasenspray sollte man immer nur über einen gewissen Zeitraum anwenden, aber ich habe es tatsächlich immer dabei. Ich muss dazu sagen, ich bin Asthmatiker. Das heißt, wenn meine Nase zu ist, dann drehe ich wirklich förmlich durch. Deswegen habe ich auch immer Nasenspray dabei. Und das war's, was ich tatsächlich immer dabei habe. Smartphone, Geldbörse, Schlüssel, Taschenlampe, Victorinox Mini-Champ, Glücksbringer, natürlich meine Bankkarten, Kreditkarten, Krankenkarten, Krankenkassenkarten. Und das Ganze passt wirklich easy in die kleinste Variante der Tatonka-Taschen. Und ihr seht es hier, also da ist noch einiges an Raum drin, wo man noch weitere Sachen hinzupacken könnte. Aber gleich sieht man es so etwas besser. Und das ist mein tatsächliches EDC. Jetzt hätte ich tatsächlich fast noch eine Kleinigkeit vergessen, die hier an der Seite gelegen hat. Und zwar ist das so ein Schlauchschal. Das ist jetzt einer von Buff. Da gibt es natürlich auch viele verschiedene andere. Sowas habe ich auch immer dabei, weil beim Wandern oder beim Spazierengehen oder so kann es immer wieder mal vorkommen, dass einem am Hals kalt wird. Da ist so ein Schlauchschal perfekt. Oder auch, wenn ich mal mein Käppi nicht aufhaben sollte, was ich fast immer aufhabe, aber für den Notfall hätte ich sogar noch einen Schlauchschal dabei, den ich mir einfach über den Kopf ziehen kann. Da gibt es ja verschiedene Tragemöglichkeiten. Das ist natürlich auch immer dabei. Und was auch zu meinem EDC gehört, was aber nicht in die Tasche reinpasst, ist natürlich meine Smartwatch. Hier in dem Fall ist das jetzt die Amazfit T-Rex Pro. Und ja, das ist dann jetzt tatsächlich mein komplettes, wirkliches EDC. Alle Sachen, die jetzt in diesem EDC enthalten sind, in dieser kleinsten Variante der Tatonka-Taschen, packe ich jetzt einfach schon mal rüber in die mittlere Version der Tasche. Und dieses EDC habe ich tatsächlich immer dabei. Das heißt, egal ob ich jetzt auf der Arbeit bin oder spazieren gehe oder auf dem Flohmarkt bin oder beim Einkaufen bin oder wenn ich in Urlaub fahre, die Sachen des EDCs habe ich tatsächlich immer dabei. Aber habe ich mal alles umgepackt in die mittlere Tasche. Was jetzt noch dazu kommt, wenn wir beispielsweise wandern gehen oder wenn wir, ja, ich sag mal, etwas längere Zeit unterwegs sind, ist auf jeden Fall eine größere Variante des Victorinox, weil das Mini-Champ, das ist schon cool, das reicht mir für die meisten Sachen, wie zum Beispiel mal eben Kabel abisolieren oder ein Paket öffnen oder ähnliches. Aber es gibt natürlich auch Situationen, wo man ein etwas größeres Messer benötigt. Und in dem Fall ist das jetzt hier das Victorinox Cyber Tool. Ich habe zahlreiche Victorinox, unter anderem auch hier zum Beispiel das Swiss Champ, was auch cool ist. Hierbei ist eine Lupe enthalten, die hier bei dem Cyber Tool leider fehlt. Ich muss wirklich sagen leider, weil die vermisse ich wirklich sehr. Aber ansonsten bietet das Cyber Tool wirklich nahezu alles, was man benötigt. Zum einen eine große Klinge, eine kleine Klinge. Dann haben wir hier eine Feile. Es ist natürlich eine Metallfeile, zumindest wird es von Victorinox ausgegeben. Ich nutze es aber tatsächlich, um die Fingernägel zu machen. Dann haben wir natürlich dabei die schon fast legendäre Schere des Victorinox, die wirklich der Wahnsinn ist. Dann ist eine kleine Zange dabei, das finde ich auch immer sehr nützlich. Die verwende ich zum Beispiel häufig, wenn ich an einem Switch zum Beispiel ein Kabel rausmachen muss, wo die Nase abgebrochen ist, da kommt man mit dem Finger so schlecht hin, weil die Kabel, die sitzen ja ganz nah beieinander und mit der Zange ist es kein Problem. Einfach da reingreifen, packen, rausziehen, fertig. Aber ich denke, die Funktion einer Zange ist jedem bekannt. Dann ist hier noch so ein kleiner Bithalter dabei, finde ich auch sehr genial. Da gibt es halt verschiedene Bit-Einsätze von. Das sind halt die klein, ich weiß jetzt nicht, sind das 5 Achtel Zoll oder irgendwie sowas, ich weiß jetzt nicht genau die Größe. Auf jeden Fall sind es nicht die normalen Bits, die man von den normalen Schraubendrehern erkennt, sondern die kleinere Version davon. Und da haben wir hier zum einen Kreuz und Schlitz.
Aber auf der Rückseite befindet sich dann ein Fach, wo noch weitere Bits drin sind. Entschuldigung, das ist nicht auf der Rückseite, das ist natürlich hier auf der Seite. Und hier sind dann nochmal drei weitere Bits dabei. Und damit erschlägt man schon die meisten Schraubarbeiten von kleineren Schrauben. Natürlich kann man damit jetzt am Auto keinen Motorblock wechseln. Das ist halt eher so, wenn man vielleicht mal einen Laptop aufschrauben muss oder eine Grafikkarte einbauen möchte, irgendwie sowas. Dafür ist das schon äußerst praktisch. Was natürlich auch noch dabei ist beim Cybertool, ist halt der Abisolierer, der Flaschenöffner, der Schlitzschraubendreher, der Dosenöffner, der ebenfalls dabei, der immer dabei ist. Und auf der Rückseite noch einige kleine Tools, wie der Korkenzieher. Dann ist hier nochmal so ein Mini-Schraubendreher dabei. Hier gibt es diese Tragelasche, wo ich am Anfang nie gewusst habe, wofür soll das eigentlich gut sein. Tatsache, es ist wirklich dafür da, um etwas tragen zu können. Das heißt, wenn man eine Tüte hat, hängt man die halt in diesen Haken so rein und dann kann man die so tragen. Ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht, weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen. Das ist tatsächlich eins der Tools, was ich ultra selten benötige. Was aber auch noch sehr interessant ist, ist hier dieser kleine Schlitzschraubendreher. Und ihr seht, das Cybertool ist wirklich darauf ausgelegt, Schraubarbeiten machen zu können und natürlich Schnittarbeiten. Und genau das ist der Grund, warum ich lieber das Cybertool dabei habe, als wie jetzt das Swiss Champ, was natürlich auch schon ein super Messer ist, aber das Cybertool hat sich für mich und für meine Aufgaben, die ich immer wieder erledigen muss, tatsächlich bewährt. Hier ist dann nochmal so ein Spatel, schön scharf vorne, damit könnte man also zum Beispiel so Holznuten reinmachen oder ähnliches. Und was ich hier noch natürlich noch dran habe, ist so ein kleines Tool. Das dient halt dazu, um zum Beispiel Muttern zu lösen. Dafür ist der Bereich hier gedacht. Nochmal ein zusätzlicher Flaschenöffner. Was ich aber hier viel interessanter finde, ist dieser, was soll ich sagen, Mini-Brechstange. Die dient also dazu, um etwas raushebeln zu können. Das habe ich mir einfach hier dran getan, weil es halt wunderbar dazu passt. Wie gesagt, das kommt halt bei meinem mittleren EDC oder von mir aus Many-Day-Carry noch dazu. Und ebenso das Victorinox Swiss Tool. Das Victorinox Swiss Tool ist quasi die perfekte Ergänzung zum Victorinox Messer. Wobei ich dazu sagen muss, ich habe das Leatherman Wave und das Leatherman Surge, die mir beide ähnlich gut gefallen, vielleicht sogar in manchen Punkten besser als wie das Victorinox Swiss Tool. Das Problem ist, bei den beiden Leathermen, das sind halt Einhandmesser, die man halt in Deutschland nicht mit sich führen darf. Und damit fallen sie hier leider aus dem Konzept heraus. Aber das macht das Victorinox Swiss Tool ja nicht schlechter. Generell ist es so, wir haben auch hier, aber wir haben hier einen kleinen Schlitzschraubendreher. Das Coole beim Swiss Tool ist, die ganzen Sachen, die rasten hier hinten ein. Man muss also hier diesen Hebel betätigen, damit die Sachen wieder nicht arretiert werden. Dann haben wir hier auf der Seite nochmal so eine Spitzahle. Die ist natürlich sehr toll, wenn man in Holz Löcher reinbohren möchte. Auch das arretiert. Und wie gesagt, alle Werkzeuge, die man hier ausklappen kann, die arretieren. Jetzt hole ich mal den Kreuzschraubendreher raus. Es geht also auch mit kurzen Fingernägeln. Ist halt kein Problem. Ihr seht, das Ganze habe ich gerade vor kurzem erst gereinigt und wieder frisch geölt. Das heißt, meine Sachen oder generell sollte man die Sachen, die man häufig verwendet, auch häufig reinigen, damit sie halt in guten Zustand bleiben. Auf der anderen Seite haben wir hier den Dosenöffner. Hier zwei Abisoliermöglichkeiten und nochmal einen Spatel, der halt dazu dient, zum Beispiel in Holz Nuten reinzumachen oder ähnliches oder halt um zu schnitzen bzw. rauszuhebeln. Dann ist hier noch dabei eine weitere Abisolierungsmöglichkeit, ein Flaschenöffner, ein Schlitzschraubendreher und das Ganze nochmal in groß und dick mit quasi einem weiteren Brecheisen oder auch Schlitzschraubendreher, was halt wesentlich stabiler ist als wie die kleinen Tools hier. Und natürlich
wenn man es ausklappt, die wirklich riesige Zange. Und hier sieht man zum Beispiel jetzt einen Vorteil, den das Leatherman Wave oder auch das Leatherman Surge bieten. Die Seitenschneidermöglichkeiten, die sind zwar sehr scharf und auch wirklich gut zum Arbeiten. Das Problem ist aber, wenn die jetzt irgendwann mal kaputt sein sollten, kann ich sie nicht austauschen. Das ist beim Leatherman Wave der Fall oder auch beim Leatherman Surge. Hierbei geht es leider nicht. Und was ebenfalls schade ist, hier ist jetzt zum Beispiel keine Säge dabei. Ich weiß nicht, falls ihr das Leatherman Wave kennt. Da ist ja einmal eine Klinge, eine normale Klinge dabei, dann eine Klinge mit Wellenschliff, eine sehr große Feile und eine Säge und zusätzlich noch ein Bithalter. Und beim Surge ist es so, da ist eine Säge dabei, wo man das Blatt sogar austauschen kann. Ich werde euch die beiden Produkte in einem anderen Video auch nochmal vorstellen, damit ihr da einen direkten Vergleich habt. Aber nur, dass es mal angesprochen ist. Aber nichtsdestotrotz unterliegen sie in Deutschland dem Führungsverbot und ich bin aus dem Grund auf das Victorinox Twist Tool umgestiegen, was aber ebenfalls ein granatenstarkes Werkzeug ist. Also da brauchen wir jetzt nicht drüber zu diskutieren. Das ist unheimlich gut. Die Werkzeuge an sich, so wie sie gefertigt sind, sind halt Victorinox-typisch fantastisch. Da gibt es überhaupt keinen Grund zu meckern. Nur finde ich halt, ist halt generell traurig, dass man das Wave oder das Surge in Deutschland nicht führen dürfte, denn dann wären tatsächlich eins von den beiden in meinem MDC, sage ich es mal. Die beiden Sachen kommen also in meinem Many Day Carry noch mit in die mittlere Tasche rein. Und dann habe ich zusätzlich noch hier so ein kleines Nothelferlein, einmal Paracord. Schnur kann man eigentlich immer gebrauchen. Ich habe mir das mal auf diese Art und Weise zusammengebunden. Also wirklich sehr simpel, keine ultra geile Knotentechnik, wie das viele andere machen. Denn mir ist aufgefallen, wenn man zum Beispiel auf diese Länge einen Schlangenknoten macht, also auf diese Länge ungefähr so 20 cm und man knüpft das dann auseinander, dann hat man vielleicht so gefühlte 50 cm Schnur. Und das hier, auch wenn man es nicht glauben mag, sind 4 Meter Paracord. Das Ganze ist also, wenn ich jetzt mal meine Hand runterhalte, ungefähr so lang wie mein Mittelfinger. Und auf dieser Länge bringe ich halt 4 Meter Paracord unter, indem ich es einfach so zusammenrolle. Für den Fall, dass euch das mal interessiert, kann ich euch gerne zeigen, wie man das einfach aufrollt, um auf diese Länge zu kommen. Zusätzlich habe ich dabei Duct Tape. Ebenfalls sehr geil. Das dürfte ungefähr so 1 Meter, 1,50 Meter sein. Ich habe mir das einfach mal so abgerollt und dann über eine kleine Papierhülse darauf wieder in mühseliger Arbeit aufgerollt. Einfach ein Stück Paracord drunter. Und jetzt habe ich 1,5 Meter dabei. Von der Länge her ungefähr so lang wie 2 Kuppen von meinem Zeigefinger. Das ist natürlich sehr geil. Und Duct Tape, ganz ehrlich, welcher Mann oder welche Frau braucht kein Duct Tape? Also das ist ja quasi überlebenswichtig da draußen. Man braucht es immer wieder, um mal, was weiß ich, einen Schlauch abzudichten oder um mal einfach ein paar Kabel zusammenzubinden oder am Rucksack eine aufgerissene Naht zuzukleben. Duct Tape ist einfach mega geil. Dann kommt dazu natürlich eine Signalpfeife. Ich hoffe, dass ich sie nie brauchen werde, aber ich habe halt mal geschaut, welche Signalpfeifen es so im Angebot gibt. Habe mir davon auch mehrere verschiedene bestellt. Also ich glaube, ich habe jetzt so 5 oder 6 Stück. Die hier ist vom Ton her sehr schrill, sehr laut und ja, man macht halt sehr aufmerksam damit. Das soll natürlich eine Signalpfeife erfüllen. Von daher perfekt. Und ihr seht es hier, ich habe hier noch 3 Magnete dran. Das habe ich jetzt nicht, um das besser transportieren zu können, sondern ganz einfach aus dem Grund, auch da ist es wieder so, wenn jetzt zum Beispiel am Serverschrank mal eine Schraube runterfällt, da kommt man unheimlich blöde ran. Es ist jetzt generell nicht gut, mit einem Magneten in der Nähe von Datenspeichern oder irgendwas zu arbeiten, aber da, wo die Schraube hinfällt, da ist ja in der Regel nichts, was durch einen Magneten beschädigt werden könnte. Und da mache ich mir dann einfach hier hinten eine Schnur dran an dieser Öse und kann die dann da reinschwingen, bis dass ich dann irgendwann die Schraube am Haken habe und dann ziehe ich es einfach wieder raus. Aber dadurch, dass diese Magneten so cool und auch vielseitig sind, habe ich jetzt halt meine 3 Tools, die jetzt nicht, ja, wie soll ich das sagen, die halt schon wichtig sind, aber die halt vielleicht verloren gehen könnten in der Größe der Tasche, einfach an einem großen Ring zusammen dran festgemacht. Da sind sie gut aufgehoben.
Aber ich könnte natürlich die auch direkt ans Victorinox dran machen, weil ich alles halt mit diesen Ringen hier gemacht habe. Aber auch das kommt halt in mein MDC. Und ganz wichtig, Tempus. Ist egal, was das für welche sind, Hauptsache es sind Tempus. Jeder, der mal draußen wandern war oder der auf dem Weihnachtsmarkt eine laufende Nase hat von mir aus, der weiß, wie wichtig es ist, dann einen Tempogriff frei zu haben. Oder auch in anderen Situationen, wo ich jetzt nicht unbedingt genauer darauf eingehen möchte. Tempos sind tatsächlich Geld wert. Wobei, um Gottes Willen, man darf ja gar nicht Tempos sagen. Ich meine diese Papiertaschentücher natürlich. Aber auch das kommt in mein MDC rein. Das Ganze wird dann verschlossen. Und ihr seht es auch hier. Selbst in dem MDC und mit dem ganzen Kram, der da drin ist, ich habe noch massig Platz. Also hier würde sogar noch mehr reinpassen. Die Tasche hat jetzt ein Gewicht von etwa. Ja, es werden so 2 Liter Milch sein, also ungefähr 2 Kilo, eben weil halt das große Swiss-Tool darin ist und auch das Cyber-Tool, die beiden größeren metallischen Gegenstände, die haben natürlich ihr Gewicht. Smartphone ist drin, Geldbörse ist drin, dieses Kreditkarten-Etui ist drin, mein Schlüssel ist drin, der Glücksbringer ist drin, Taschenlampe ist drin, also und Nasenspray ist drin, das und mein Buff. Also hier passt wirklich unheimlich viel rein. Es wäre trotzdem noch Luft nach oben, um hier oben noch irgendwelche Sachen reinpacken zu können. Und das ist halt das MDC, was ich halt zum Beispiel dabei habe, wenn wir jetzt einen etwas längeren Ausflug machen oder wenn wir vielleicht mal in den Urlaub fahren, wo ich halt nicht unbedingt so, ja, ich sag mal, Survival-Sachen brauche. Aber das MDC ist tatsächlich das, was ich schon fast am häufigsten im Einsatz habe. Außer ich bin auf der Arbeit, weil da kann ich natürlich nicht alles immer die ganze Zeit mit rumschleppen. Da habe ich halt nur das kleine Package dabei, weil ich das einfach bequemer finde, das Portemonnaie und alles in dieser kleinen Tasche zu tragen, als wie alles in die Hosentaschen reingestopft zu haben. Und wie gesagt, das war jetzt das MDC. Jetzt folgt das große Paket. So, zuerst einmal packe ich wieder alles rüber von der mittleren Tasche in die große Tasche, damit ihr seht, das passt alles wunderbar da rein. Ich mache mir jetzt keine Mühe auf die vordere oder auf diese hintere Tasche einzugehen, sondern feuer einfach alles hier rein, damit es erstmal aus dem Weg geräumt ist. Wenn ich jetzt wüsste, ich gehe auf eine längere Bergtour oder irgendwas, dann würde ich das Ganze natürlich etwas ordentlicher verpacken. Aber jetzt geht es ja nur darum, das alles erstmal hier reinzubringen. So, das war es bereits. Die mittlere Tasche ist komplett leer. Alles ist hier drin. Und ihr seht, hier passt jetzt noch einiges rein. Und der Raum, der wird auch jetzt noch gefüllt. Und zwar habe ich zum einen diese Tasche von Maxpedition. Es tut mir leid, ich weiß jetzt gerade nicht, wie die Tasche heißt. Aber die Tasche, die ist echt Gold wert, weil die ist zum einen nicht groß, also vielleicht so etwa 16, 17 cm in der Länge, etwa 10 cm in der Breite. Und von der Dicke her seht ihr schon, das kann man auf bis zu etwa 5, 6 cm aufplustern, je nachdem, was man da reinpackt. Hier habe ich als erstes einen Karabiner dran, für den Fall, dass ich das Set außerhalb meiner Tatonka-Tasche tragen möchte, zum Beispiel am Rucksack. Wenn ich das jetzt aufmache, offenbaren sich eine, ja, ich sag mal, Vielzahl nützlicher Tools. Zum einen hier ein Wolfgangsmesser, welches tatsächlich sogar legal geführt werden darf. Das Ganze hat eine sehr stabile Klinge, ungefähr so 4 mm breit. Etwa 4,5 bis 5 cm dürfte diese Tiefe hier sein und von der Länge her etwa 10 cm wird arretiert, allerdings halt ja mit einer Hand zu öffnen. Es geht generell schon, man rutscht halt sehr oft dabei ab, aber Tatsache ist, es ist legal führbar, weil es halt nicht als Einhandmesser definiert ist, sondern tatsächlich als Zweihandmesser. Und das große Messer ist halt dafür da, wenn ich mal wirklich ausführlich schnitzen will oder sowas, wo ich mir jetzt nicht unbedingt meinen Victorinox schnell stumpf machen möchte. Dafür habe ich halt das größere Messer dabei. Oder auch um einfach mal um Wurst schneiden zu können oder irgendwas. Das ist halt schon wirklich, wirklich cool. Dann habe ich hier ein Stück Kienspan dabei. Kann man wahrscheinlich, also hoffentlich braucht man es nie, aber Tatsache ist, wenn man mal in eine Notsituation kommt, dann ist es ganz cool, wenn man es dabei hat. Dann habe ich hier nochmal eine Ersatztaschenlampe dabei, die halt mit Batterien betrieben wird. Das ist jetzt die Lenza P3. Auch die ist wirklich hell und die hat den Vorteil, ich weiß nicht, ob man das so sehen kann,
aber die ist halt fokussierbar. Das Coole ist halt, die wird halt mit Batterie betrieben. Das heißt, ich tue einmal eine Batterie da rein und die hält dann mehrere Stunden. Dann habe ich hier ein Maßband dabei. Das ist aus einem einfachen Nähset, 1,50 Meter Länge, weil es kommt halt immer wieder mal vor, dass man vielleicht mal etwas abmessen möchte. Mit 1,50 Meter erschlägt man schon sehr, sehr viele Messmethoden. Dann, für mich auch sehr wichtig, ist halt dieser Victorinox Schleifstein. Da ist auf der einen Seite ist halt wirklich, wenn man größere Kerben oder ähnliches aus einem Messer herausschleifen möchte. Und hier oben ist dann nochmal so ein Keramikschleifer. Der ist also wirklich dafür ausgelegt für die Victorinox-Messer, auch vom Winkel her und alles. Und damit kann man die Victorinox-Messer schon wieder auf eine wirklich gute Schärfe bringen. Also das ist jetzt kein Spielzeug, sondern hat sich wirklich als nützlich erwiesen. Hier unten seht ihr nochmal so eine kleine Dose. Die soll wasserdicht sein. Ob sie es ist, weiß ich nicht. Ich habe es noch nicht getestet. Aber hier ist halt etwas Watte drin, einfach als Zunder. Das Ganze könnte man natürlich auch nochmal mit einer Flüssigkeit tränken. Aber ich finde es halt praktisch, dass es hier drin verpackt ist. Dann habe ich hier ebenfalls von Atomic Beer, das war also ein Set. Da habe ich hier so einen kleinen Kompass. Mal schauen, ob der auch wirklich nach Süden zeigt. Beziehungsweise nach Norden natürlich. Aber das passt tatsächlich. Okay, davon bin ich jetzt begeistert, weil diese kleinen Kompasse, die sind ja meistens, ja, okay, meistens ist es übertrieben, aber die sind halt sehr oft Müll. Und hier, ja, der funktioniert tatsächlich. Sehr cool. Dann also auch hier nochmal eine Notpfeife dran, so eine kleine Signalpfeife. Für den Fall, dass ich meine andere mal verlieren sollte, ist also hier nochmal ein Ersatz dran. Und natürlich, was fast in keinem Set fehlen darf, ist natürlich der Feuerstahl. Der ist tatsächlich auch sehr gut. Ich habe davon ein zweites Set, wo ich den mal getestet habe. Beim Feuerstahl gibt es ja auch verschiedene Qualitätsstufen. Aber der hier gehört schon wirklich mit zu den guten. Also der ist so gut wie von Light My Fire zum Beispiel. Die sind auch wirklich super. Und das ist halt ebenfalls ein sehr guter Feuerstahl. Dann, was ich noch wichtig finde, ist natürlich ein Kugelschreiber, wenn man mal Notizen machen möchte. Und ein Stück einfach Heißkleber, also ja, der Kleber vom Heißkleber, finde ich cool, weil den kann man einfach erhitzen mit Feuerzeug. Habe ich übrigens auch öfter dabei, habe ich jetzt nicht gezeigt, weil ich es vergessen habe, aber tatsächlich habe ich auch immer ein Feuerzeug dabei. Und man kann halt hier einfach Feuerzeug dran halten, bis dass es erhitzt ist und dann auf eine Fläche draufdrücken, so lange drehen, bis dass es wieder abgekühlt ist. Und damit kann man zum Beispiel notdürftig ein Loch flicken, zum Beispiel in einer Wasserflasche, wenn da ein Loch drin ist, einfach den Kleber heiß machen, draufdrücken, drehen, bis dass er von alleine abbricht. Und der Rest des Klebers versiegelt dann das Loch. Wobei Heißkleber bei Flüssigkeiten ist nicht unbedingt so klebt, aber das war jetzt nur mal ein Beispiel. Dann, was ich ebenfalls hier in der Tasche immer noch drin habe, ist so eine kleine Landkarte. Die ist jetzt nicht unbedingt präzise, aber es stehen viele größere Ortschaften drauf. Und das hilft schon mal bei der Orientierung, wenn man sich wirklich irgendwo verlaufen haben sollte und man landet dann in einer Ortschaft, wo man nicht weiß, wo ist man jetzt überhaupt. Dann finde ich es ganz cool, wenn man so eine kleine Karte dabei hat. Weil es ist ja nicht garantiert, dass das Smartphone immer funktioniert. Und was ich ebenfalls sehr wichtig finde, ist nochmal eine Rettungsdecke. Da gibt es natürlich auch tausende Situationen, wo man die mal gebrauchen könnte. Sei es nicht nur gegen Kälteschutz oder gegen Hitzeschutz, sondern auch mal um Wasser zu transportieren oder um Bären zu sammeln oder was weiß ich was. Eine Rettungsdecke sollte eigentlich in keinem Tool fehlen. Das ist halt in meinem Maxpedition Täschchen drin. Und zusätzlich habe ich noch mal dieses kleine Set hier. Das war, glaube ich, mal eine Tasche von so einem Kamerafilter. Ist jetzt vom Durchmesser her ungefähr so 8 cm, 9 cm im Durchmesser. Ebenfalls so 2-3 cm dick. Und da habe ich folgende Sachen drin. Wenn ich das jetzt mal aufmache. Vorsichtig. So. Pflaster. Okay, es sind jetzt Kinderpflaster, aber ist ja wurscht. Es sind generell Pflaster. 3 Stück an der Zahl. Dann habe ich hier eine Lupe. Die dient mir jetzt weniger dazu, Feuer zu machen, als wie wenn ich mal irgendwas lesen muss, weil ich habe jetzt auch nicht mehr die schärfsten Augen. Dann 2 Gummis. Die dienen halt auch immer dazu, um irgendwas verpacken zu können. Und etwas Draht. Draht ist natürlich praktisch, wenn man zum Beispiel
wieder irgendwelche Gegenstände miteinander verbinden will. Das ist so ein Aluminiumdraht, der lässt sich also in beliebiger Länge einfach ein paar Mal knicken, dann bricht er von alleine ab. Und damit kann man dann zum Beispiel Kabel umwickeln oder ähnliches, was man zusammenbinden will. Das ist halt hier drin. Und auf der anderen Seite habe ich einmal den Victorinox Nagelknipser. Ich weiß, ich habe viele Produkte von Victorinox. Das liegt einfach daran, dass ich die Sachen tatsächlich cool finde. Und dieser Victorinox Nagelknipser, man mag es nicht glauben, aber für die Größe ist das ein echt starkes Ding. Also der ist wirklich scharf und erfüllt seine Arbeit in Perfektion. Dann natürlich eine Pinzette, ebenfalls wichtig, wenn man mal zum Beispiel einen Splitter entfernen möchte oder vielleicht auch mal eine Zecke, gerade hier in Bayern natürlich immer mal wieder ein Thema. Dann Kopfschmerztabletten, insgesamt 3 Stück, Büroklammern, einen Tampon habe ich hier drin, der kann natürlich zum einen als Zündstoff dienen, aber auch wenn man zum Beispiel Nasenbluten hat, einfach reinstecken und gut ist. Das muss man jetzt natürlich nicht machen, wenn da 3-4 Tröpfchen aus der Nase kommen, aber wenn man mal richtig Nasenbluten hatte, wie zum Beispiel beim Fußballspielen habe ich mal einen Ball mittig auf die Nase bekommen und da hat es wirklich in Strömen gegossen und da wäre ich froh gewesen, wenn ich mir so einen Tampon hätte in die Nase stopfen können. Und was ich hier noch drin habe, ist so eine kleine Mülltüte, mehrfach gefaltet, einfach damit es gut hier reinpasst. Wenn man mal wandern geht, dann kann natürlich auch mal Müll anfallen und dann ist es halt ganz cool, wenn man den Müll direkt wieder einpackt und mitnimmt, anstatt den einfach irgendwo in die Natur reinzuschmeißen. Und dieses kleine Set hier finde ich auch nochmal sehr stark, weil es halt einfach wichtige Sachen ergänzt. Was jetzt hier gerade noch fehlt, was mir aufgefallen sind, sind zum Beispiel Tabletten gegen Durchfall. Würde ich mir vielleicht noch 1, 2 reinpacken. Weil wenn man mal irgendwie was Schlechtes gegessen hat und man ist mitten auf dem Berg, dann ist Durchfall wirklich, wirklich eine ungünstige Sache. Das sollte auf jeden Fall noch hier zu ergänzt werden. Und das passt halt wunderbar in dieses kleine Etui rein. Und das Ganze passt natürlich auch. Okay, ich habe jetzt wirklich vorhin alles einfach hier reingefeuert. Aber ihr seht, das passt easy hier rein. Beide Artikel sind darin verstaut. Das Ganze geht zu. Und auch hier ist noch etwas Platz. Also nicht mehr so viel wie bei den vorigen Taschen, wo noch richtig Platz war. Aber ich meine, ihr habt ja gesehen, was ich jetzt noch hier reingepackt habe. Das waren ja wirklich zwei große, umfangreiche Sets. Und das Ganze passt hier rein. Das Set wiegt jetzt schon, ja, ich würde sagen, ungefähr 3,5 Kilo, 4 Kilo vielleicht. Ja, ich müsste das mal wirklich wiegen. Ich habe aber jetzt leider keine Waage dafür, so kleine Sachen. Aber ich denke mal um die 4 Kilo. Und das ist halt ein Set, was zum einen sehr umfangreich ist, was wirklich, wirklich sehr, sehr viele Tools beinhaltet, die in vielen Situationen nützlich sein können. Und das Praktische ist natürlich, dass man das ganze Set einfach mal in den Rucksack reinschmeißen kann oder in den Reisekoffer oder es ist halt unheimlich flexibel. Auch hier die Tragemöglichkeiten vor dem Bauch, gut, fast 4 Kilo, sage ich mal, vor dem Bauch zu tragen, ist schon schwierig. Hier würde ich es also wirklich auf die Seite tragen mit dem Riemen über der Schulter. Aber dann lässt sich das Ganze gut transportieren. Ich habe es ja jetzt schon einige Male dabei gehabt und weiß, dass es wirklich jetzt nicht aufdringlich ist. Also man kann es wunderbar transportieren. Wobei ich dazu sagen muss, in der Regel, wenn wir jetzt wirklich auf eine Bergtour gehen oder sowas, dann würde ich das jetzt nicht unbedingt über die Schulter tragen, sondern einfach so wie es ist, komplett in den Rucksack reinschmeißen. Dann weiß ich, im Rucksack ist alles drin und das sind halt wirklich die coolsten Sachen, die man so immer wieder mal brauchen kann. Ich hatte es ja bereits letzte Woche schon angesprochen. Ich wollte euch einmal dieses EDC vorstellen, dann einen Notfallrucksack fürs Auto. Das wird wahrscheinlich das Video in der kommenden Woche werden, wo ich also einen Rucksack vorstellen werde, der ebenfalls coole Tools enthält. Und irgendwann in den nächsten Wochen wird dann halt dieser Fluchtrucksack vorgestellt werden. Da bin ich noch in der Planung, aber auch da geht es natürlich voran. So, meine Lieben, das soll es dann für heute gewesen sein. Ich hoffe, diese Sets haben euch gefallen, vielleicht auch etwas inspiriert dazu, was ihr in eure EDC-Packs reinpacken könnt oder MDCs oder wie auch immer ihr es nennen wollt. Mir war es halt wichtig, zeigen, was benötige ich für Sachen, wenn ich irgendwo hingehe, sei es auf einer Wandertour, fahre ich in Urlaub, bin ich auf der Arbeit oder gehe ich einfach nur zum Einkaufen oder auf dem Flohmarkt. Die Sets, die dabei sind, die unterscheiden sich halt immer. Deswegen finde ich diesen Begriff EDC
ziemlich schwammig, weil bei mir, ihr habt ja gesehen, was in meinem EDC drin ist. Nur wenn ich jetzt wandern gehe, dann muss ich diese Sachen halt einfach ergänzen, weil ich da halt ganz andere Sachen benötige. Das waren halt die Sachen aus meinem EDC, MDC. Ich denke, in der nächsten Woche wird halt mein Notfallrucksack fürs Auto dazu kommen. Der wird auch interessant werden, weil da einfach andere Tools drin sind. Vielleicht auch größere Tools, weil die muss ich ja nicht tragen. Die hängen im Endeffekt in meinem Auto am Fahrersitz hinten dran. Und da brauche ich zum Beispiel nicht auf medizinische Sachen Rücksicht zu nehmen, weil die sind ja in meinem Erste-Hilfe-Set im Auto drin. Aber wie gesagt, was da alles drin ist, erfahrt ihr dann in der nächsten Woche. Ich hoffe, das heutige Video hat euch gefallen. Falls ja, lasst gerne mal ein Like oder ein Abo da oder auch beides. Oder hinterlasst mir gerne einen Kommentar, wenn ihr wissen wollt oder wenn ihr irgendwelche Details zu irgendwelchen Artikeln wissen wollt. Ich gehe da auch gerne nochmal etwas genauer drauf ein. In dem Sinne bedanke ich mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.